Hallo, geliebte Schwester und Freundin. Ich heiße dich herzlich willkommen im Weiberhaufen. Deine Inspiration, dein Podcast, der dich erweckt zur absoluten Hingabe an dein Leben. Eine Produktion der Womanhood bei Nicole Reiter. Es ist so schön, dass du hier bist. Und ich wünsche dir viel Freude, Genuss und tiefe Transformation bei der folgenden Episode. Hallo, du Wundervolle. So schön, dass du heute wieder da bist. Und es gibt heute wieder mal eine super Special-Folge, denn in dieser Folge werde ich interviewt. Und zwar von Toddy und Yami. Die beiden planen gerade Schweigeretreats auf den Malediven. Und wir sind im Gespräch darauf gekommen, dass ich schon ganz viel Erfahrung auch mit dem Thema Schweigen habe. Und sie mich deshalb einfach mal interviewt haben, wie meine Erfahrungen dazu sind. Und diese möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und deshalb nutze ich das Interview. Und wir haben fast eine Stunde gesprochen, deshalb cutte ich das Interview in der Mitte und mache zwei Folgen daraus. Und heute bekommst du den ersten Teil auf die Ohren. Ich wünsche dir riesig viel Spaß damit. Und ja, ganz viele Berührungspunkte. Lass dich inspirieren. Viel Freude. Deine Nicole. Ein neues Interview aus unserer Reihe. Wir stellen unsere Schweigeretreats vor, die wir im März auf den Malediven veranstalten. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallochen. Wir haben heute einen Gast, wie sich das für ein Interview gehört, die liebe Nicole, die Nicole Reiter, die hat uns eben eine Anfrage gesendet und ist sie auch schon. Einen Mini-Moment Geduld. Wenn ihr übrigens seht, dass das hier bei uns so schief ist, irgendwie ist unser, ja, jetzt sieht man das. Hallo Nicole. Hallo. Hallo, das hat ja schon mal geklappt. Ja, prima. Ja, wir sind ja mittlerweile schon erfahren, muss man sagen. Es ist ja jetzt das vierte Interview, was wir in der Reihe machen. Und ja, es klappt, genau. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, wie geht's dir? Wie ist bei dir das super. Wetter? Auch so schön? Wir haben hier im Norden richtig Shitwetter heute. Ja, da bin ich mit dabei. Also, wir haben auch Wolken und definitiv kein schönes Wetter. Aber es ist zumindest trocken und nicht mehr allzu kalt. Ja, Kälte haben wir nicht, ne? Das ist auch richtig. Ja. Also gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Winter kriegen. Ja, unser Heidi guckt auch gerade zu. Die Heidi ist ja unser Head Coach, um das nochmal zu erwähnen, die wir ja für beide Retreats gewinnen konnten. Und wir uns mega freuen, mit ihr gemeinsam auf die Malediven zu reisen. Wir hatten ja gestern nochmal so ein Strategiegespräch, um das nochmal in die Feinplanung zu gehen. Und ja, hallo Heidi, schön, dass du auch da bist. Ja, mega schön. Was für ein tolles Angebot, dass sie euch das ermöglicht, quasi dieses erste Retreat auch in die Umsetzung zu bringen. Voll ja. Schön. Ja. Ja, danke für die Wertschätzung. Ja. wie haben wir denn die Nicole kennengelernt? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ich glaube, wir wissen alle nicht mehr wirklich. Aber wir sind uns auf Facebook begegnet, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. Genau. Und dann haben wir dich eingeladen, dann haben wir dich mit einer Sprachnachricht auf das Schweigeretreat, also wir haben dich darüber informiert, dass es Schweigeretreats auf die Malediven geben wird. Ja. Wir haben Werbung gemacht und haben dich mit einer Sprachnachricht erreicht und daraufhin sind wir in Kontakt gekommen. Genau. Und hatten schon einen ganz langen Zoom-Call. Ja.
der sich aber super kurz angefühlt hat, weil es einfach total schön und wir immer wieder auch total im Flow waren. Ne? Also es war wirklich super schön und schnell vergangen, diese knapp 1,5 Stunden, die wir, glaube ich, gesprochen haben. Ne? Ja, das war Wahnsinn. Das ist immer schön, wenn die Zeit so gut vergeht, dann ohne dass man das merkt, meine ich, dann weiß man, das war ein sehr schöner Call, ein sehr. Ja, das passiert Genau. uns immer häufiger, dass es einfach dauert und dass man nicht merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist immer ein gutes Zeichen, da hast du Ja, recht, ja. das stimmt, ja. Ja, du Liebe, Genau. wir geben dir gerne noch den Raum am Anfang, also das machen wir mit jedem, dass du dich vorstellen kannst und erklären kannst, was du denn genau machst, wofür du stehst. Gerne auch, woher du kommst. Also, das ist dein Raum für die Vorstellung von der lieben Nicole. Ja, vielen, vielen Dank. Also, ja, ich bin Nicole, ich bin Psychologin, Bewusstseins- und Mentalcoach und seit gut einem halben Jahr auch im Reference Marketing unterwegs. Also wirklich ein großes Potpourri, was ich mittlerweile zu bieten habe. Und ja, ich bin seit 1,5 Jahren als digitale Nomadin unterwegs. Also ich arbeite komplett online. Ich begleite die Menschen, vor allem Frauen, eben auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, beim Businesswachstum und beim Entstehen lassen ihres eigenen Businesses. Und das ist mir einfach eine riesen, riesengroße Freude, da unterstützend sein zu dürfen, andere Menschen erfolgreich und groß zu machen. Das ja, erfüllt mich einfach riesig, wenn ich den Erfolg anderer sehe und meinen Beitrag dazu leisten kann. Also das ist wirklich ein ja, großes, großes Geschenk und eine Fähigkeit von mir eben auch immer wieder, ja, dieses Potenzial hinter den ganzen Ausreden und hinter all dem, was man glaubt, wer man zu sein hat oder sein müsste, eben das dahinter herauszukitzeln und die Menschen dazu wieder zu befähigen, das wahrzunehmen und für sich ja auch wieder zum Ausdruck zu bringen. Das ist einfach, ja, es ist so eine Fähigkeit von mir und das geht ganz schnell, dass ich da die richtigen Fäden ziehen kann. Und das ist so schön, wenn das dann eben auch in die Umsetzung und wieder ins Erblühen und ins Sichtbar werden kommt. So. Ja, also so zu sich selber zu finden, praktisch auch, ne? Also wieder zu sein, Genau. vielleicht so wahren Ich, ne? Und nicht mit den ganzen aufgesetzten Sachen, die uns da so also die wir uns natürlich nicht von außen, also die kommen von außen, das ist ja immer unsere Entscheidung, ob wir uns das annehmen und ob wir uns damit Genau. verkleiden wollen. Aber Ja. wir erkennen es halt nicht, dass sie so mit so vielen Masken und mit so vielen Dingen belastet sind, die sie nicht mehr authentisch wirken lassen dürfen, können. Und das ist gut, dass es Ja. jemanden gibt wie dich, der ihnen das, ja, der ihnen die Maske vom Gesicht reißen kann und helfen, beziehungsweise helfen kann, Dass sie das dass sie tun. wieder zu sich selber finden. Genau, dass sie es selber tun. Also Richtig, ja. ich tue es nicht für jemanden, sondern ich ja, befähige sie, es wieder selbst zu tun und vor allem sich auch ohne Maske zu trauen, sich ohne Maske zu zeigen. So rum. Das ist ja natürlich das größte Geschenk, wenn du selbst wieder für dich in die Welt gehst, ohne viele Masken zu tragen. Ja, nur so können wir Ja, ja auch wirken, ne? Also nur so genau. können wir das verkörpern, was wir wirklich sind, unsere Haltung verkörpern, können ja authentisch sein. Und wie Ja. sagt man so schön, auch beim Social Selling und überall ist Authentizität normal der Schlüssel dafür. Also, und jeder merkt das ja auch. Wer Absolut. nicht echt ist, der wird ganz einfach, der wird nicht angenommen, der wird auch nicht verkaufen, der wird nicht wahrgenommen. Ja. Der kann viel erzählen, aber Ja, letztlich. aber krass ist halt dann, manche Leute merken das halt auch nicht, ne, dass sie selber Maske aufsetzen, weil die schon so zur Gewohnheit geworden ist, ne? Genau, ja. Ja, das ist in der Tat so, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, so ehrlich mit sich selbst zu sein und so ja, offen zu sein, sich selbst zu reflektieren oder auch unterstützen zu lassen, wirklich auch wieder hinter diese Masken, die ja schon scheinbar eine zweite Haut sein können, zu gucken
Und das wieder wirklich auch ja zum Vorschein zu bringen, wieder diese ursprüngliche Schönheit, diese Individualität und Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ja. Das ist natürlich was total Wichtiges, um eben wirklich auch authentisch und dann auch erfolgreich oder beziehungsweise ja, der Erfolg kommt, indem man eben authentisch ist und sich auch so zeigt, wie man wirklich ist, weil dann kommen natürlich auch die Menschen, die zu einem passen und die für einen auch bestimmt sind und so matcht es dann wunderbar, ne? Das ist halt so wunderbar. Und dafür braucht es natürlich auch ja, dieses sich zeigen, sich nach außen zu gehen, vielleicht auch Erfahrungen zu machen und zu erkennen, dass bestimmte Menschen eben nicht perfekt zu einem passen, ne? Um genau die zu finden, die eben gut passen und die dann auch mit einem gemeinsam gehen. Ja. Genau, das spürt Ja. man dann und ja, das man, wie sagt man so schön, ne? Man ist das die Summe der 5 Menschen, mit denen man sich umgibt, so sagt man so, ne? Oder überhaupt mit der. Genau. Ja. Ja, und das ist in der Tat so. Brauchst du was für die Hals Muss ich heute? Meine gucken. Frau hustet heute wieder. Ja. Gucken Ja. wir mal. Genau, ich habe Du auch hast. einen Tee da. Das ist Ja, du einfach hast gehustet. wertvoll bei dem Wetter. Ja, sie hätte sie. Und das letzte Mal hast du auch gehustet, kann ich mich erinnern. Macht ja nichts. Das ist auch echt, Genau. das ist auch authentisch Ja. letztlich. Eben. Du hattest vorhin noch erwähnt, da kann ich mich nämlich nicht erinnern, dass wir darüber gesprochen hatten. Referenzmarketing, hast du gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Kannst du kurz Genau. erklären, was das bedeutet? Damit kann ich nichts anfangen. Also, ja, na klar. Also das ist Network Marketing ist ein anderer Begriff, der ist ein bisschen geläufiger, glaube ich. Ja. Ich habe eine Partnerfirma, und wir vertreiben oder wir haben Produkte auf Basis von Aloe Vera. Und genau, die empfehle ich weiter und die, ja, Ah genau, ja, das ist Referenz. das. Ja, dann Und Referenzmarketing. Dann verstehe ich. genau. Ja. Also eben zum einen die Chance, dass ich was Eigenes auch aufzubauen oder eben auch als Kunde einfach diese Produkte zu verwenden, ne? Weil sie einfach so unterstützend sind für Wohlbefinden, für Fitness, für Beauty. Genau. Ja. Ja, klasse. Ja. Jetzt Und wir langweilig. haben, jetzt schlagen wir, ja, wir schlagen wir jetzt den Bogen. Aber wir haben während unseres Gesprächs, also es geht ja nochmal auch für die, die dabei sind und das auch später anschauen, es geht ja um unsere Schweigeretreats und Genau. die im Oder März, Schweigeretreats im Allgemeinen genau, natürlich. es geht um Erfahrungen, die Menschen bei Schweigeretreats gesammelt haben, also sammeln konnten, wie sie dazu gekommen sind, überhaupt ins Schweigen zu gehen, was das mit ihnen gemacht hat, ob sie da immer noch von profitieren, ob sie es wieder machen würden, ob sie es weiterempfehlen würden, zum Beispiel. Das sind so die Fragen, die wir normalerweise an die Interviewteilnehmer schicken, die wir dir nicht geschickt haben. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal so grob vorangestellt. Ja. Aber das können wir dann noch strukturieren. Das ist ja auch eigentlich ein roter Faden, wenn man darüber spricht. Und Genau. ja, wir haben natürlich auch über unsere Schweigeretreats gesprochen. Und da sagte die Nicole, ja, ich habe auch schon mal geschwiegen. Und habe gesagt, ja, dann kommst du doch an unser Interview, bist du doch der perfekte Interviewgast für uns. Und dann sagst du, naja, das war aber nur, aber jetzt kannst du mal erzählen, wieso du erst gar nicht ins Interview wolltest. Ja, in der Tat, genau, weil ich jetzt noch keine ganze Woche am Stück geschwiegen habe, was ja in oder mehrere Tage war es ja Teil eures Retreats ist, dass ihr quasi wirklich auch eine längere Zeitraum schweigt. Und also ich habe zweimal, mir ist noch sogar noch ein weiteres Mal eingefallen, ich habe zweimal einen Tag auch angeleitet und geführt geschwiegen. Und ich habe zu Hause dann auch einmal mich dafür entschieden zu sagen, ich schweige einfach nur für mich. Also ich habe einfach mein Handy auf die Seite gelegt. Ich habe alle, ja, mich so organisiert, dass ich 2 Tage lang wirklich auch für mich sein konnte in meinem Zuhause.
was nicht angeleitet war. Und das ist sicherlich nochmal eine andere Hausnummer als das, was ihr macht, eben in diesem wundervollen Rahmen auch auf den Malediven und eben angeleitet, geführt. Und genau, das war so der Punkt, weshalb ich dann gesagt habe, na, passt das überhaupt gut? Und ja, habe aber dann mir natürlich auch nochmal Gedanken gemacht und mir ist auch wirklich eingefallen, ich habe schon zweimal einen Tag angeleitet geschwiegen. Das eine Mal war in einer Achtsamkeitsausbildung. Da war ich eine Woche lang wo wir uns ganz viel um das Thema Achtsamkeit, Mindfulness, also dieses MBSR auch gemacht haben, Mindful-Based Stress Reduction. Diese Ausbildung waren 5 Tage und davon haben wir einen Tag auch komplett geschwiegen und als Selbsterfahrung. Und das war schon sehr cool, weil wir da ganz in der Früh angefangen haben, eben ins Schweigen zu gehen und dann eben diesen Tag komplett angeleitet und gleichzeitig aber so nonverbal, also wirklich geschwiegen. Und das ist schon so eine krasse Erfahrung, in der Gruppe zu sein. Aber ja kaum zu interagieren. Also es geht ja beim Schweigen nicht nur darum, den Mund zu halten, sondern auch wenig mit den anderen zu interagieren. Also nicht nonverbal hier diesen zu machen und zu sagen, und das will ich und jenes, sondern es geht ja wirklich auch darum, in sich zu kehren und bei sich zu bleiben. Und damit war zum Beispiel auch komplett angeleitet, wie zum Beispiel die Essensabfolge funktioniert. Also wir wussten vorher, wann wir wo sein sollen oder was zu tun ist, um eben nicht in diese Interaktion zu geraten, sondern dass das so komplett strukturiert ist. Und das war schon auch ein super spannender Moment, wo wir halt, ich glaube, wir waren 10 Leute ungefähr, die da total strukturiert geplant und jeder aber wirklich auch bei sich dieses Essen gehen erlebt haben, ohne dass wir eben auch nonverbal kommunizieren, sondern dass wir einfach nur jeder bei sich ist und trotzdem in dieser Gemeinschaft und diesen gemeinsamen Raum auch ausgefüllt haben. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel davon erzählt, Ja, von das dem ist doch. R. Genau, von dem einen Mal. Und das andere war ähnlich. Das war im Rahmen einer 2-wöchigen Auszeit, die ich genommen habe, wo wir auch insgesamt sehr achtsam, sehr viel auch so künstlerisch gemacht haben, also so handwerklich uns betätigt haben. Und da war ein Tag eben auch angeleitet, Schweigen von morgens eben auch. Und da waren tagsüber dann 2 Gruppen-Workshops, wo wir dann zum Beispiel auch Ausdruckstanz gemacht haben oder eben uns wirklich so mit uns selbst nochmal ganz intensiv verbunden haben, jeder. Ja, genau. Und ja, man kann ja auch dann nochmal Aktivitäten, kann man ja auch, ne? Also wenn man jetzt künstlerisch gestaltet, hat man ja auch die Möglichkeit, das Ganze stelle ich mir so vor, im Schweigen zu tun, wenn ich jetzt töpfere oder wenn ich male oder Na klar. dann ist Ja. ja ideal sogar, dann ist man ja dann, also vielleicht auch für den einen oder anderen ideal, dass er sich dann auch noch abgelenkt wird, was tun zu müssen sogar und sich vielleicht nicht zwingt, immer mit sich selber, also ausschließlich mit sich selber zu befassen, denn wenn man jetzt schweigt und keine Beschäftigung ringsherum hat, weder li liest noch schreibt, sondern einfach nur sitzt und bei sich ist und denkt, ja, oder fühlt. Wer fühlt, kann nicht denken, sage ich ja immer. Also wer stark fühlt, denkt nicht. Das ist das Tolle. Also wenn man dann tatsächlich ins Fühlen kommt und dann ja damit vielleicht auch gar nicht klarkommt, ne? Dann so lange ich zu sein. Das ist schon. Ja, würdest du das dann, wie gesagt, wenn du diese 2 Erfahrungen gemacht hast, einmal angeleitet, das heißt ja in der Gruppe und dann auch für dich alleine, wo du gesagt hast, ich habe einfach, was hast du da gesagt, habe einfach die, will das jetzt einfach mal ausprobieren und wie das jetzt ist, Genau. oder woher kam der Impuls, dann für dich alleine zu schweigen? Ja, das war auch so ein Stück weit. Da war einfach sehr viel los in meinem Leben und dann habe ich für mich gesagt, so, ich brauche jetzt irgendwie mal so ein bisschen so eine Auszeit für mich
Und habe mich dann eben dafür entschieden zu sagen, okay, ich mache das jetzt für mich alleine. Habe mir dann schon auch so ein bisschen Tagesstruktur gegeben, dass ich morgens mal meditiert habe und eben so über den Tag verschiedene Eckpunkte hatte, damit ich eben nicht die ganze Zeit nur da sitze und denke, sondern dass ich wirklich auch eine Struktur habe, der ich folgen kann, wo ich immer wieder spüren kann, ist das jetzt gerade stimmig für mich oder nicht. Wobei ich grundsätzlich sagen würde, das ist definitiv was, was man nur machen sollte, wenn man auch wirklich auch gute Erfahrung hat, auch mit so aufkommenden Gedanken. Ich habe ja einen Hintergrund, ich hab ja Psychologie studiert, habe ganz viele Ausbildungen auch im energetischen und spirituellen Bereich gemacht. Also ich weiß, mit ganz vielem umzugehen, was da vielleicht auch hochkommen kann. Weil das ist etwas, was beim Schweigen einfach auch sein kann, dass Emotionen aufkommen oder vielleicht auch Erfahrungen, die man gut weggepackt hat im Laufe seines Lebens, dass die hochkommen durch diese Ruhe und durch diese Konfrontation mit sich selbst. Und wenn da etwas aufkommt, was ich noch nicht angeschaut habe, vielleicht auch in einem geschützten Rahmen, in Begleitung oder so, dann kann das natürlich auch ungut sein, ne? Wenn da so eine Box aufgeht, sage ich immer, und du dann auf einmal dastehst und das Teufelchen vor dir steht und du nicht weißt, okay, wie soll ich denn damit umgehen, ne? Von daher ist so eine ganz freies Schweigen und ja, vielleicht für jemanden, der das jetzt das erste Mal macht, nicht unbedingt zu empfehlen. Ne? Weil da einfach, und ich sage mal, Trauma hört sich immer so schlimm an, aber wir alle haben Traumen. Ja, und das muss jetzt gar nichts ultra Schlimmes, das muss jetzt kein sexueller Missbrauch oder irgendwas sein, was wir erfahren haben, sondern das können ganz kleine Aspekte sein, die uns heute emotional einfach immer wieder auch erinnern. Und da ist es wichtig, eben, genau, ganz wichtig, die Emotionen dann auflösen. Das hat die Heidi gerade geschrieben. Ja, genau. Und deshalb ist sie da. Und deshalb macht sie das eben auch geführt, dass das, was hochkommt, dann wirklich auch bearbeitet werden kann. Ne? Also deshalb eben definitiv die Empfehlung, das in einem geschützten Rahmen oder in so einem begleiteten Rahmen auch zu machen. Ne? Da seid ihr dann mit Heidi sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, das Ja. stimmt ja definitiv. Ja. Das ist auch so, wie du es auch gerade beschreibst. Also wenn man alleine ja mit sich schweigt und man auch nicht in der Gruppe so ein bisschen verhaftet ist, also dann wiederum ja auch nicht, aber trotzdem in der Gruppe ist, ist es auch nicht so einfach, dann zu sagen, ach, ich höre jetzt damit auf und jetzt, wenn man sich konfrontiert, also es wird jetzt unangenehm, jetzt höre ich Musik oder mache irgendwas und lenke mich ab oder hau mir eine Genau. Netflix-Folge rein, weil ich einfach sage, dass Reicht jetzt. genau. Ja, genau, ja. Ja, und ich bin auch der Meinung, da, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, dass auch ich war eine ganze Zeit bevor, es gab tatsächlich ja die Zeit vor Yami, dass ich auch mal Single war, eine Zeit, dass ich tatsächlich auch viel Zeit mit mir alleine verbracht habe. Bin auch als Einzelkind aufgewachsen und ich muss sagen, dass ich mir immer gerne also ich immer gerne mit mir selber alleine war und ich mit Sicherheit auch ganz viel geschwiegen habe mit mir alleine über lange Zeiträume. Aber, um jetzt gerade nur den Unterschied zu erklären, es war unbewusst, völlig unbewusst. Und viele tun das auch, also wie viele Single-Haushalte haben wir in Deutschland und überhaupt die Menschen, die nicht kommunizieren oder nur mit ihren Sehr wenig, ja, oder nur genau. mit ihren Endgeräten, mit ihrem Handy oder mit lenken sich ab durch andere Dinge. Deswegen ist es wiederum interessant, Menschen dann in die Stille zu holen, die vielleicht die das vielleicht kennen, dass sie denn mit sich selber auch in der Stille sind, aber abgelenkt und es nicht bewusst tun. Das heißt, diesen bewussten Rahmen zu öffnen, diesen bewussten Raum zu geben, zu sagen, jetzt bist du tatsächlich in vollem Bewusstsein in Bei Stille, dir, genau, ja, bei und dir. genau, und Ja. eben, ja, also ich denke, der Knackpunkt sind eher die Ablenkungen, ne? Also mal so für sich den Mund zu halten. Ich glaube, das kriegen wir schon eher Ja, hin. genau. Genau. Aber sich dabei wirklich auf sich zu konzentrieren und eben nicht sich abzulenken und das Handy in der Hand zu haben oder sowas. Ich meine, das ist ja immer das Schnellste, das Handy zu greifen. Das ist eben das, was wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr tun, ne? Also wir sind so eigentlich fast immer am Ablenken, uns selber ablenken, ja. Genau. Ja, absolut.
Genau. Genau. Du sagst ja nicht, kommunizieren bedeutet ja nicht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Man kommuniziert ja dann letztlich mit sich selber. Und das ist die Herausforderung, die viele ja gar nicht, die diesen Schritt manchmal gar nicht gehen können, das nie gelernt haben, mit sich selber zu kommunizieren, sich mit Dingen zu kommen, wie du sagst, diese Box aufzumachen, ne? Wie du sagst, so, das einfach auch zuzulassen. Wie viele sperren Dinge in ihren Keller, bis es anfängt zu, ne? Irgendwann klopfen die bösen Geister da auch mal raus und die wollen ja auch irgendwann raus und gib ihnen den Raum und dann sind sie wieder da, ne? Ja, und das heißt aber, also Schweigen heißt ja nicht zwingend, dass man wirklich so tief in sich gehen muss, sondern es darf ja auch einfach sein. Also es geht, glaube ich, noch viel mehr um diesen Moment von dieser Leere. Ich finde das immer sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, weil es dafür eigentlich kaum Worte gibt. Diesen Seinszustand, dieses sich einfach in eine Leere fallen zu lassen, in das Vertrauen des Lebens fallen zu lassen. Und das geht im Schweigen und ohne Ablenkung von externen Einflüssen einfach viel, viel besser, weil wir eben dann auch wieder all diese Masken, all diese Erfahrungen, all die Emotionen, die vielleicht hochgekommen sind, wenn all das weg ist, dann ist da ein Raum, der total weit, total leer und irgendwo auch komplett haltlos ist, also wirklich ein absoluter Kontrollverlust sein kann. Was, glaube ich, für ganz viele erstmal so ein Moment ist von wow. Ich kann mich jetzt gerade nirgendwo mehr festhalten und die Kontrolle haben. Und das kann auch extrem überfordernd sein. Ne? Und sich da immer wieder auch darauf einzulassen, das geht natürlich im Schweigen super gut, begleitet mega gut. Und ja, mit ein bisschen Übung auch mehr und mehr auch im Alltag. Ne? Das ist so dieses Thema der Intuition folgen, den Impulsen folgen und eben nicht mehr alles kontrollieren und strukturieren zu wollen. Ja, da ist das Schweigen sicherlich auch eine riesen, riesengroße Hilfe dafür. Der Punkt Kontrolle abgeben ist ja auch sowieso für viele Leute sehr herausfordernd. Ja, Ja. das Genau. ist spannend, ja. Und deshalb Ja. auch wieder die Führung, ne, dass jemand da ist, ist ganz wichtig. Und Ja. ja, wenn du deine diese vielen, ja, viele Erfahrungen in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Konfrontationen, die du dir selber, die du dich gebracht hast, wenn du sagst, was sind deine Erfahrungen, was hast du da rausgenommen? Für dich, was hat das mit dir gemacht? Sagen so schönes Wort. Was hat das mit dir gemacht? Genau. Das ist eine schöne Frage. Was ich auf diese wundervolle Frage von den beiden antworte, das erfährst du in der nächsten Folge, im zweiten Teil dieses wunderschönen Interviews. Es geht mindestens genauso inspirierend weiter. Also freu dich, nächste Woche Mittwoch gibt es Teil 2 und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn du aber jetzt schon noch mehr über diese tollen Retreats erfahren möchtest, dann schau einfach mal nach unten, ne, in die Shownotes, denn da habe ich alle Links für dich, die dich zu Toddy und Yummy führen. Danke. Danke, dass du bis jetzt geblieben bist. Es ist so schön, mit dir in Verbindung zu sein. Lass uns doch gerne auch auf anderen Kanälen verbunden fühlen. Mehr Womanhood findest du auf meinem Instagram-Kanal @dienicolereiter, auf Facebook unter meinem Namen oder auf meiner Webseite www.nicolereiter.com. Dort kannst du dich auch kostenfrei für dein monatliches Urkraft-Channeling anmelden. Die Links findest du alle in den Shownotes. Danke für dein Vertrauen. Danke für dein Sein.
und dass du deinen Weg der Einzigartigkeit gehst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Deine Nicole.